zu. Den von Vanessa Furst kennen Sie nun. Maggie. Gut, Entschuldigung, ich sag nichts mehr, okay? Mein Plan war, eingemeldet zu verkaufen, um euch auszuzahlen. Und ein anderes in das Auto der Valentis zu legen, um den Verdacht auf sie zu lenken. Aber das geht nicht. Ich weiß. Du verkaufst beide Bilder, wir kriegen das Doppelte. Maggie, lässt du mich jetzt ausreden? Wenn wir nur ein Gemälde in das Auto der Valentis legen, ist das viel zu riskant für uns. Die Ermittler würden das zweite Gemälde dann auf dem Schwarzmarkt finden und kämen sehr bald auf mich. Und weiter? Deswegen legen wir auch das zweite in das Auto. Und unsere Bezahlung? Ich habe euch doch was gegeben, das reicht fürs Erste. Und hört jetzt auf herumzujammern, denn es war nicht wenig. Es war ein Bruchteil von dem, was du versprochen hast. Mehr geht jetzt nicht. Und wir sind alle darin verwickelt. Das ist nicht gerecht. Wir riskieren viel zu viel und das weißt du. Entweder das oder gar nichts. Überleg dir. Maggie, lass sie. Luna, ich glaub's einfach nicht. Michelle hat dich geküsst. Ich auch nicht, Nina. Wirklich nicht. Also er hat mich plötzlich ganz fest umarmt und ich dann so... Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Es war so... Naja, es sah schon so aus, als würdet ihr euch ziemlich gut verstehen. Nein, Nina, also ich habe ja nicht mal ein winziges bisschen mit ihm geflirtet, weil ich ihn nur als Freund mag. Nichts weiter. Doch, ja, ganz genau so war es zwischen mir und Erik. Er hat sich diese Geschichte zurechtgesponnen, die so ganz anders war als meine. Also ich kapiere nicht, wie sie das so falsch verstehen konnten. Naja, vielleicht waren wir nicht deutlich genug. Ehrlich? Ja, offensichtlich wissen wir selbst nicht, was wir wollen. Wie, verstehe ich nicht. Also, was sind denn deine Gefühle für Matteo? Nina, was hat denn jetzt Matteo damit zu tun? Es könnte doch so ähnlich sein wie bei mir und Gaston. Vielleicht habe ich mich mit Erik befreundet, um Gaston zu vergessen, und das kam falsch an. Suchst du nicht vielleicht Michelles Nähe, um Matteo zu vergessen? Nein, nein, Nina, sag Luna, das nicht. Nein, doch sein. Wirklich denk nicht. Denk doch mal nein. Drüber nach. Nein. Oh, da will wohl jemand mit dir reden. Sei still. Mit mir bestimmt. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Nachmittag. Hast du wieder verschlafen? Sieht man mir das ehrlich an? Nein, ja, ich meine ja nur, weil deine Haare so wild und zerzaust sind. Irgendwie echt abgefahren. Ja. Sieht echt cool aus. Ich werde mich da mal in die Bibliothek verkrümeln. Nein. Doch, ich muss noch was lesen. Nein, warte. Wir sehen uns später und reden weiter. Ciao. Luna, ja. Können wir reden? Ja, 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 lass uns gehen. Also hör zu, verzeih mir, ich wollte dir noch sagen, nein, dass nein. ich gestern nicht einfach so nein, verschwinden nein, nein, nein. wollte, aber ich... Nein, nein, ich muss mich entschuldigen. Ich dachte, dass es zwischen uns gefunkt hat, aber tja, so war es nicht. Vielleicht war ich dir gegenüber nicht deutlich genug und deswegen ist alles durcheinander geraten. Also, es war nicht richtig, dich einfach so zu küssen und... Nein. Nein, es war nicht richtig. Weißt du was, also, es macht ja nichts. Ich meine, das könnte doch wirklich jedem passieren, oder nicht? Keine Sorge. Und du bist ganz sicher nicht böse wegen dem Kuss? Welcher Kuss? Ja, nein, nein, also welcher ich... Kuss? Ja, ich habe ihn schon von meiner Festplatte gelöscht. Dieser Kuss hat nämlich niemals stattgefunden. Ja. Na gut, und du also hast verschlafen, stimmt's? Oh, Matteo hat ja total abgeräumt. Er hat unzählige Views. Mit uns geht's ja den Bach runter. Fabian Schick befindet sich gerade im freien Fall, Jasmin. Und ja, Jasmin ist bereits fett auf dem Boden aufgeschlagen. Ich hab's euch gesagt, ihr müsst authentisch sein. Darauf kommt's an. Für Matteo lief's gut, weil er das gemacht hat, wonach ihm war, weil er sich treu geblieben ist. Ja, aber das ist jetzt wohl zu spät. Niemand erinnert sich an uns. Ich glaube, da täuscht ihr euch. Es ist nie zu spät, das noch einmal zu versuchen. Das ist nicht einfach nach all dem, was passiert ist. Solche Kommentare werden wir nie zu lesen kriegen. Ich liebe dein Video. Hör nie auf zu singen. Hashtag Matteo Reloaded. Und das hier. Wenn ich dich höre, fliege ich. Du bist mein Traum. Number one forever. Es gibt tausende von solchen Kommentaren. Lass mal sehen. Zeig mal. Ach, Jasmin, wir müssen unseren Fehler eingestehen. Wir haben all unsere Follower verraten. Nicht nur das, wir haben auch uns selbst verraten. Ja, ich weiß, die Wahrheit ist, ohne unsere Follower sind wir niemand. Was sollen wir tun? Wie können wir um Entschuldigung bitten? Keine Ahnung. Sie werden uns nicht glauben. Sie werden denken, dass alles nur Show ist. Wie schrecklich. Sie sind das Wichtigste auf der ganzen Welt, in der ganzen Galaxie. Für Sie würde ich ungeschminkt auf die Straße gehen. Für meine Follower würde ich sogar Würmer in der Wüste essen. Wie eklig, Jasmin. Ja, ja, oder? Das ist ganz schön ja, heftig. Du hast recht. Aber es ist mir super wichtig. Ich würde alles tun, um die Zeit zurückdrehen zu können. Gut, Mädels, ihr könnt die Zeit zwar nicht zurückdrehen, aber ihr könnt dieses Video hoch...